Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Spectrums, der Ursprung. Wir sind jetzt im Schiff, weil ich die nächste Level habe, der 13 ist. Wir sind Level 9 und Level 9, ja, und wir sind alle bei Level 12. Ich finde, das wird das mal reichen. Und ich habe ganz viele Fossilienblöcke gefunden, die wir jetzt ausgraben werden. Das wird eine Weile dauern. Also das. Ich glaube, zum Futter war es so, dass das meiste doppelt und dreifach ist. Da muss ich auch wieder reinkommen. C. Oder 4CR7, klasse. Spico. Wir würden sehen wir schon, wie das nächste Fossil heißt, Spico, also können wir den schon mal ablegen. Heißt hier noch einer Spico? Alter, wie Spico habe ich. Oh, oh, nur Spico hier ablegen. Spico ist übrigens der mit dem komischen Schwanz, der Vorentwicklung, also heißt. Ah, wir behalten uns Spico ist. Ein Film aus. Zufall, ich weiß ja, wo es die gibt, also. Ihr seht schon, es ist einer der häufigsten Spectrums. Torga, das ist der, den wir jetzt auch haben. Den behalte ich mal noch einmal. Ernsthaft jetzt wieder Hylia. Scheiße, ich kam mit drückt. Na gut, vielleicht gehe ich am besseren Rang. Und genau. Das war knapp. Thank you.
Moment, aber wie scheiße die Fernbedienung. Ich bin nicht rum. Nein, ich will den nicht erwecken. Ich will den tauschen. Scheiße, vielleicht jetzt. Ah, was ist denn doof? Tauschen. Scheiße, vielleicht darf er jetzt mal nicht. Fünfmal blaues Mineral für das Vier halt. Gut, also wisst ihr jetzt schon mal, dass ich alles doch ausgraben werde. Oder das werde ich erstmal oft. Aufs Screen machen, also. Macht euch da keine Angst. Was werde ich alles aufs Screen machen? Erstmal brauchen wir einen Scanner. Auch ein Mineral, bloß. Das wäre nicht so schlimm. Schön erhalten. Ein gelbes Mineral. Ich glaube, wenn ich Arsch schaffe, kriege ich ein rotes. Oder ein Was haben wir denn da schönes? Abend. Was ist denn da? Oh, Muschel. Ich glaube, den will ich haben. Was mache ich denn jetzt? Thank you.
Ach, ich schaff. Und Level 7. Ein Sony-Fossil. Eine Seni. Den Seni möchte ich mal weg. Hallo, ich drücke doch. Hier, Leute, hier. Oh ja, den will ich haben. Starken Kombo angriffen könnte man die brauchen. Oh, ist der, den ich brauchte? Den nehmen wir auf jeden Fall als Fußball, tut man mit. Den nehmen wir auf jeden Fall als Suchspektrum mit, den will ich kennen. Und ich finde, du lebst der Aufmerksamkeit, was? Wir sollten jetzt erstmal die Story ein bisschen folgen. So, dann folge ich mal der Story weiter. Ich kann euch aber gleich auch mal die Spezialattacken zeigen. Los! Wie überall findet man Minereien. Hier unten ist jetzt auch ganz viel versteckt. Los! So, noch da. Und da ist schon ein Fossilium da. Das sind so die los. Etwas besseren Spectros, die sind versteckt. Also die kann man da auch schon mal anfangen. Los! 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 Das ist doch ein Fossil im Block, Leute. Los! Na ja, lass uns das mit dem Mineral sammeln. Los! Los! So, ein paar Mineralien für uns. Die wollen wir ja nicht vergessen. Los! 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 Marschieren wir mal weiter. Säule des Spektrummeisters. Oh mein Gott, hier wurde ja alles zerstört. Übrigens habe ich auch ganz viele Reichsbällchen jetzt schon, über 48. Wie soll ich sagen? Ansprechen wollen, denn wo ausgeteilt ist, die sollte man ansprechen. Nehmt ihr auch immer ein paar Restlichen mit. Für einen Kampf gelockt zu sein, denkt immer daran, sonst habt ihr wieder schnell gewusst. Nee, das war sogar meine Mutter. Wenn ihr irgendwann mal Dinge gebraucht habt, sucht also meine Mutter an zu lesen. Sie kann aber immer sicher bestehen.
glaube, das ist noch nie im Spiel, dass ich jetzt kein Reichsbällchen habe. Ich glaube, das wird da nicht passieren. Also, lass uns einfach mal. Hier ist auch ganz viel versteckt. Hier los! Komm her! Los! Los! Hier ist ein Fossil, das kann ich zeigen. Los! Los! Das wäre ein Kampf, dann haben wir noch einen Kampf. Los! Das vielleicht mit dem Fossil zum Beispiel. Ist der eins, okay. Los! Komm her! Also lass uns erstmal einstellen. Übrigens erkennt man Kämpfe daran, dass sie so eine andere Form haben. Und irgendwer kloppt da oben. Das ist echt nervig. Vermutlich muss man es gleich hören, das ist hier oben. Ist auch ganz viel versteckt. Los! Oh, ist da wieder ein Mysterium, okay? Hier im Gras im Hohen, ich glaube auch manchmal was. Los! 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 Das blaues Mineral zum Beispiel. Ich glaube, ich habe auch ein orangenes Set. Ich habe einmal mit dem Mario mit einem orangenes, auch nur ein Anfang. Auch nur einmal, glaube ich. Ja, immer weiter. Los! Damit reden wir jetzt das neue Gebiet: Sonnengrasland. Nur mal sehen, was uns da erwartet. Du lebst Aufmerksamkeit, was? Nicht gerade nach Sonne aus. Los. Ich würde ein Mega reinstellen. Los! Zeig sie! Also, der Charme rein. Dann wohl ein bisschen übertrieben mit Leveln. Ich glaube, hier oben war ein Segment. Los! 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 Verdammt, du Vieh! Los! Los! Ein Spyboard, den er brauche ich nicht. Na jo, ein Spyboard gewesen. Das ist übrigens das Vieh, das gar nicht kämpft hat. Los! Ich glaube, hier am Baum war noch irgendwo was. Los! Das ist ein Speicherpunkt, den sollte man auch empfehlensweise nehmen. Ich suche Komm her! Was. Komm her! Los! 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 Ja, ich erinnere mich an irgendwas.
Los. Hier irgendwo war ganz viele orangene Materialien oder so rot sind. Wo war das? Komm her! Los! Ich will jetzt noch bei einem Mist hergehen. Zockel und. Oh, mega weiß ich. Los! An dem Baum war doch das hier. Da muss ich erst das Event auslesen. Los! Ich finde mal, dass muss ich erst mit dem Typen reden, der mir das sagt. Komm her! Ich wurde schon wieder frei drüber abgelegt. Und der Hardcore-Speicherpunkt würde ich natürlich auf jeden Fall mitnehmen. Und was hier abgekotzt, ein Cut.